Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part Let's Play World of Final Fantasy. Ja Leute, wir waren hier in den Drachenschluchten stehen geblieben und haben uns aufgeregt, dass wir diesen Elektrodrachen nicht fangen konnten, der vergiftet war oder nicht, oder wir Amnesie drauf hatten oder nicht. Also das ist immer noch das Geheimnis des Jahrhunderts. Ja, irgendwie so. Nee, ich hab echt keine Ahnung, was da los war, warum wir nichts machen konnten. Versteh's nicht. Aber egal. Wir werden jetzt trotzdem weiter den Berg erklimmen. Oder schauen wir erst noch, dass wir einen Elektrodrachen fangen. Naja, wir schauen mal, was der nächste Kampf uns bringt. Ich habe gemerkt, hier ist es so ein bisschen gebietsabhängig, was so an Gegnern kommt. Ja, gut. Aber die haben wir nicht bestellt, von daher weg mit euch. Blitzschlag und eine Erschütterung, auch wenn ich glaube, dass das eh keinen Schaden macht. Zumindest bei dem einen. Und jetzt bei den beiden, klar, die fliegen in der Luft. Logischerweise macht das dann keinen Schaden. Och nö. Jetzt komm. Dann greifen wir euch halt so an. Wir fisten euch zu Tode. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. That wasn't so bad. Ach Gott. Ja gut. Müssen wir halt weiter schauen, dass wir vielleicht noch einen Elektrodrachen irgendwo herbekommen, weil ganz ehrlich, ich will den haben. Der war so putzig. Und ich habe, glaube ich, gerade gemerkt, dass mein Mikro gerade extrem übergesteuert hat, aber der war so putzig. Gimme. Was willst du denn haben? Eine Flauschblume. I guess we'll have to give it what it wants. Dude, it all makes sense now. Was? The elemental resistance stuff? You actually followed that? Well, sure. Basically, we need to imprison as many of the mirages around here as we can. Whoa! What? You're the right! Somehow you understood what to do, even if you didn't understand the whys. Ha ha ha! I'm a man of action! I don't believe in words. Warum's interessieren mich nicht? No one in her right mind would put Lon and Wise in the same sentence. Warum's interessieren mich nicht? Wunderschöner Satz. Der muss in die Geschichtsbücher. Lon 2016. Warum's interessieren ihn nicht? Er ist ein Macher, ein Versteher, aber das Warum, Weshalb, Wieso? Nein, das ist nicht von Bedeutung. Also brauchen wir jetzt diese Flauschblume. Och, was zur Hölle, warum ist das hier so riesig? So, ich würde jetzt eigentlich gerne erstmal... Nein, Drache. Großer Drache, nein. Will ich nicht. Will nicht spielen. Oh, da ist ja auch noch ein kleiner... Aber das ist ein Stapel, leider. Okay. Der hat doch bestimmt Feuerschwäche. Verdammt! Feuerresistenz! Na gut. Wir kümmern uns aber erstmal um den Stapel. Und dann können wir eventuell schauen, dass wir die anderen zwei versuchen, uns zu... uns zunutze zu machen. Deswegen erstmal die beiden weg. Jetzt wird der eine versucht zu vergiften. Versuchen wir den einen zu vergiften. Und. Es ist natürlich nicht. Wir heilen uns aber erst nochmal. Dann haben wir immer noch unser Versuchsobjekt 2. Er ist vergiftet. Super, das ist super. Ach nee, jetzt weiß ich wieder, was war. Der hatte nicht mehr diesen Rand um, nicht mehr diesen Rand dran.
Balancehalter bitte, Balancehalter. Ich will... Nein, verdammt, jetzt habe ich ihn auf dem Falschen. Oh, wir haben einen. Wir haben einen. Oh. Okay, jetzt kannst du sterben. Jetzt ist es mega. Jetzt ist es mir einfach nur egal. Wir haben einen Elektrodrachen. Oh, ist er nicht putzig. Und seine Werte sind im Magiebereich wieder. Na gut, kann man was mit anfangen auf alle Fälle. Und er ist süß. Das kann mir niemand sagen, dass der nicht süß ist. Also wenn mir irgendjemand sagen will, dass der... Na nee, da war Drache, da wollen wir nicht hin. Drache ist böse. Drache bedeutet, ist kein gutes Zeichen. Da können wir mal hingehen, wenn wir dann groß und stark sind. Dann knallen wir so weg. Aber jetzt noch nicht, nein. Super Tränke. Gerne, immer her damit. Immer her damit. Wir können sowieso mal wieder einkaufen gehen. Wir haben wieder so viel Gil angehäuft. Ich würde gerne da lang. Okay, da ist eh ein Drache. Das war mein Anti-Drachen-Radar. Ich habe gespürt, nein, da ist ein Drache, der uns... Was zur... Ich fühle mich verarscht. Spiel, ich fühle mich verarscht. Okay, so stark ist er nicht. Wie, so stark ist er nicht? Okay. Ich will versuchen, den Stab zum Kippen bringen. Na komm. Bum bum. So. Verdammt. Jaut. Ja, erstmal das. Dann nochmal den Blätterball. Der ist immer noch zu robust. Doppelstoß. So, und Blätterdolch auch nochmal. Der steht noch immer. Au! Ich will direkt versuchen, ihn zu fangen, weil dann... Nee. Na gut, so kriegen wir ihn nicht. Er steht immer noch. Ja, und er ist gefallen. Super. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Kleinen. So. Und du, dich fangen wir wie? Lande einen Volltreffer. Als ob wir uns das aussuchen können. Das ist mies. Das ist echt mies. Na gut, dann hauen wir dich erstmal einfach nur weg. Wenn wir die doch schaffen, dann werde ich darüber nicht jetzt krank. Können wir ja eigentlich nochmal zurück und die anderen, den einen anderen Drachen da ja mal testen. So, probieren halt, so einfach mal testhalber. Weil dadurch, dass wir den einen Drachen da damals so auf Mütze bekommen haben, hab ich eigentlich gedacht, die wären jetzt extrem stark und sie hatten überhaupt keine Chance, aber wir haben einen weggeklatscht. Ohne Probleme. Na gut, wir heilen uns aber davor noch. Und da die Flüchtenfunktion hier ja nicht funktioniert, ja. Na komm, zeig mal. Wie stark bist du? Auch noch zwei? Aha. Warum auch noch zwei? Warte mal, jetzt will ich gerade nochmal schauen. Was hat die nochmal für eine Schwäche? Machen wir Boden, bitte? Schade, nein, aber könnten wir trotzdem machen eigentlich. Einmal Erschütterung. Ja gut, bringt nicht viel. Na komm, das ist... Oh, Volltreffer, Volltreffer. Da war ein Volltreffer, da war ein Volltreffer. Oh, Chili ist glücklich.
will den haben. Das Bild sieht cool aus. Na komm. Nein. Sei ein braver Drache. Sei ein braver Drache. Du willst zu deinem Spielkameraden. Der Elektrodrache hat schon gesagt, er will einen Spielkameraden. Also komm. Sei brav. Na geht doch. Brav. So einfach geht das. Ganz ehrlich, Leute. So muss das gehen. So und nicht anders. Na komm, das spulen wir jetzt mal ein bisschen, weil den, da machen wir jetzt eh nur physische Attacken, von daher spulen wir das mal schnell ein bisschen vor, weil es mich echt gerade extrem interessieren würde, was kann dieser, was kann der Drache, was kann der rote Drache, der hat bestimmt Feuerresistenz. Okay, achso, der Elektrodrache wird zum Feuer, zum roten Drachen, okay. Stärke und Abwehr. Oh, das klingt nach was für Lan. Können wir ja mal schauen, wie der sich entwickelt. So von den Werten her. Dann können wir den... Obwohl... Was? Achso, da ist was. Okay, wir schauen. Eine Drachenschuppe. Ja, okay, logischerweise. In einem Drachennest. Ja. Was haben wir erwartet? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt schauen wir erst gerade nochmal nach den ganzen FP. Flammenspitzen. Ja, obwohl, das bringt uns hier nichts. Na egal. Wir können ja hier hin und her. So, der Elektrodrache hat 10 Punkte. Was zur Hölle? Blitzra. Wow. TP-Erhöhung und Magie-Erhöhung. Cool, was wir hier bekommen. Flairster. Wow. Ja. Haben will, bitte. Haben will. Ja, also der Flammendrache, den können wir sehr wahrscheinlich wirklich sehr gut in den Stapel integrieren. Schauen wir mal hier. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt erstmal Feuerresistenz, wie es aussah. Ach, wir haben gerade keine kleinen. Okay. Der Punkt ist der, wir haben gerade sogar Feuerschwäche bei ihr. Schauen wir mal, ob wir so vielleicht in klein kämpfen lassen. Ach nee. Brauchen wir auch was da. Eventuell kann der rote... Oder wir lassen es erstmal so. Schauen maximal vielleicht mal bei Lan. Was wir hier... Na gut, noch ist der rote Drache nicht gut, aber uns fehlen halt auch noch ein paar Werte. Weil der ist im Gegensatz zum Mithril-Riese. Noch ziemlich underleveled. Na gut, ich glaube, der ist Level 1, von daher underleveled, ja, im eindeutigen Sinne, also. Da war kein Drache. So, ich will zum Drachen. Ich will zum Drachen. Oder war noch irgendwo anders einer? Ne, da war keiner mehr. Da aber, in dem einen Fleck da, wo man flattern kann, da war noch ein Drache. Dann trauen wir uns doch noch mal ran, weil ich will die Kiste da hinten dran haben. Und wir nehmen uns halt ein bisschen Training mit. Was in dem Fall ja auch dem Drachen gut kommt. Na komm. Och nö, schon wieder hier. Komm, dann machen wir es so. Na komm.
Ich will nur schnell den Drachen machen und dann ist alles gut. Jetzt mal schauen, welches Level wird unser roter Drache? Level 6. Ja. Kriegt ja bestimmt einige FP-Punkte dazu. Weiß jetzt nicht, ob es wirklich 6 sind, aber wenn wir jetzt noch ein paar andere Gegner haben, kann sich das da noch gut häufen, sag ich mal. Die Kiste haben wir, genau. Aber da drüben. Der Drache will noch spielen. Geheilt sind wir von daher. Hi! Wir wollen die Kiste hinter dir. Na, wieder 2, okay. Na komm, machen wir hier mal den. Hier machen wir mal den. Oh, er ist vergiftet auf jeden Fall. Ja. Können auch mal einen Blitzschlag machen. Oh, nicht so gegangen machen. Ja. Obwohl, es geht eigentlich vom Schaden her. Ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Na komm, jetzt greifen wir weiter für dich an. Reicht ja auch. Zumal der jetzt eh weg ist. So. Okay, aber einen weiteren können wir jetzt nicht von dem fangen. Okay. Oh, weg ist er. Mal schauen, wie viel Erfahrung haben die? Nein, 3000, ja, nicht schlecht. Und eine Phönixfeder. Immer wieder gern gesehen. Balancehalter. Na gut. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob sich das gelohnt hat, aber ich finde ja. Jetzt will ich erstmal hier Stärke hoch. Den Mira-Stein hätte ich eigentlich auch schon gerne. Würde ich eigentlich gerne die TP erstmal hoch machen. Und jetzt will ich mal schauen. Würde der Kampfstapel jetzt aussehen, wenn wir den Riesen austauschen? Okay. Nicht wirklich gut. Na gut, das sind aber immer noch 12 Level, die da halt fehlen. Wenn man das alles mal so ein bisschen abrechnet oder so ein bisschen halt in, wie sagt man, in Relation setzt, sagt man das so? Ich glaube es. Ich weiß nicht. Dann müsste der Drache, glaube ich, letzten Endes dann stärker sein. Unter anderem haben wir die Resistenz. Ach komm, wir lassen jetzt erst nochmal den Metril-Riesen. Weil letzten Endes tut er es auch. Wir können ja erstmal den Drachen noch ein bisschen leveln und dann ist gut. So. Boom. Aber wisst ihr was? Ich mach jetzt einfach mal Trick 17. Nachdem wir hier den noch rausgeknallt haben. Raffia darf uns mal heilen. Weil, ja, warum nicht? Wir haben unsere Ding ist sowieso gerade komplett gefüllt. Von daher nehmen wir die Heilung gerne entgegen. So. Und. Boom. Sehr schön. Jetzt sind wir voll geheilt und. Ja, kriegen auch schöne Erfahrung. Also, das war einfach nur gerade eine Win-Win-Situation in der Hinsicht. Weil, ob wir da jetzt weitergemacht hätten, beziehungsweise ob wir da jetzt nicht geheilt hätten oder ob wir jetzt geheilt hätten. Das Ding, es guckt euch's an. Das füllt sich eh wieder auf und dann ist eh wieder gut. Dann ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Dann wäre es, als wäre nichts passiert.
Nein, da müssen wir nicht drüber flattern. Da waren wir schon, da war eine Kiste. Mir fällt gerade ein. Uns bleibt sogar jetzt gar nichts anderes übrig. Wir hätten jetzt so oder so gegen den Drachen kämpfen müssen. Aus dem Grund, weil das der einzige Weg ist. Das ist wirklich der einzige Weg. Und letzten Endes, hier wären wir wirklich auf den Drachen gestoßen und hätten uns gedacht, ja, hi. ja. So ungefähr. Deswegen... Ich will gerade noch kurz gucken, war hier drüben nicht auch noch... Ne, da war nirgendwo ein Drache. Okay. Dann gehen wir zum anderen und spielen ein bisschen. So ein bisschen so, ja, hi. Begin. So, was machen wir mit euch? Wir geben euch... Na, scheiße, das war blöd. Das war sehr, sehr blöd. Na gut, immerhin dem einen haben wir schon. Blätterdolch. Fuchsfeuer auf den. So. Bumm. Okay, hat Feuerresistenz. Stimmt ja, da war ja was. Und jetzt kaufen wir ein bisschen physisch an. Können wir unsere AP wieder ein bisschen stacken. Und ich denke mal, den restlichen Gegner müsste jetzt eigentlich fast ein Schlag reichen. Damit sie, ja, weg vom Fenster sind. Und, ja, hat gepasst. Okay, es war, glaube ich, ein Angriff noch mehr, aber der, letzten Endes hat sich alles so erfüllt, wie ich es wollte. Von daher ist mein Gemüt sehr erfreut und ja, wir setzen den Mira-Stein noch. Das vergesse ich sonst mit Sicherheit. Teurer. Sau cool. Das finde ich jetzt sau cool. So. Ja. Hier Mira-Steine brauchen wir erst noch weitere. Und ansonsten kriegen wir ja erst mit Level 20 den nächsten Slot frei. Okay, here we go. Drei Stück? Okay, cool. Blitzschlag. Okay. Erschütterung. Na komm, hier machen wir ein bisschen... Bad. Jautsch. Autsch, 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 autsch. Da mache ich dann doch lieber direkt einen größeren Trank, weil... So viel Schaden habe ich jetzt gerade wirklich nicht, wie ich ihn mache. Ach, leck mich doch. Was ist da los? Na gut, bei Rain verstehe ich es ja. Die hat ja Schwäche gegen... Oh, oh. Ist mir gerade sicherer. Wir holen mal den Chef. Wir müssen trotzdem dann heilen. Shit. Ja, ich muss irgendwas an den Stapeln ändern, auf alle Fälle. Wir brauchen Feuerresistenz hier. Ja, immer der eine ist weg. So, heilen. Und... Na, Feuerer bringt uns hier nichts. So. Na komm. So. Ah. Ja, au. Oh, es hält noch. Ja, Raffia wird jetzt auch noch mal zum Einsatz gerufen, weil sonst verrecken wir. Um es milder auszudrücken. Haben wir erstmal in einem Kampf zwei Erlöser gebraucht. Naja, gut. Oh, das ist jetzt so angenehm gerade hier. Zu sehen, dass wir
wieder geheilt sind und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir irgendwie, ja okay, wir würden schon nur verrecken können, aber es ist alles gut. Oh, Gott sei Dank. Ich hoffe nur, dass wir dahinter vielleicht eine Tür finden. Also da im nächsten Gebiet, weil ich würde gern echt mal die Stapel abändern. Das ist gut versteckt. An vielen Orten gibt es Areale zu entdecken, in denen sich... Ach, das ist das. Das kennen wir doch schon. Damit kommst du jetzt? Was bist du? Du siehst gefährlich aus. Ich mag dich nicht. Und wir haben keinen Erlöser. Hi. I'm not you. Watch it. This will be a tough one. Ja, nee, erzähl. Sag bloß. Obwohl, das geht ja sogar noch. Aber trotzdem würde ich gern Protest noch drauf haben. XL. Verwende Wasser. Verwende Feuer, Eis und Blitzattacken. Schwäche gegen gegen Heilig, okay. Na gut. Dann mal versuchen, ihn wirklich zu fangen. So, Feuer. Das Problem ist, wir haben kein Eis. Wir haben Blitz. Und, obwohl, warte mal, wir können ja den Gegenstand nutzen. Dieses Frigi-Ding, das ist da. Okay. Boah, also Leute, wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben den Kampf einfach mal kurzerhand umgedreht. 25.000 Erfahrung. Wow. 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 Ja. Mann, der sieht auch sau geil aus. Cerberus? Okay. Boah. Miragen in Übergröße. Mega-Miragen sind mächtige Miragen, die sich allerdings nicht wie normale Miragen in einem Stapel stapeln lassen. Bei ihrer AP-Opfern, du kannst Mega-Miragen zu jedem Zeitpunkt wieder zurückschicken, aber so schnell lassen sie sich dann nicht noch einmal beschwören. Ach so, das ist so. Ach so, Mega Miragen sind riesige. Ja. Erinnerung von Cerberus. Also das ist allerdings jetzt echt cool. Also ich finde es schade. Ich hätte den gerne in einem Stapel gehabt. Aber ich bin so gespannt gerade, was der kann. XL. Gut, ich würde sagen, obwohl der Part ist schon eigentlich ziemlich lang. Ach komm, ich mache hier einen Cut. Im nächsten Part begeben wir uns dann wieder zum Gierschlund. Gierschlund? Heißt der Gierschlund? Ich weiß es gerade nicht. Aber an der Stelle sage ich wie jedes Mal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play World of Final Fantasy. Also macht's gut, Leute.